Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Leute, in der Folge von Let's Play Brothers Tale of Two Sons. Ja, in der letzten Folge haben wir hier irgendwie angefangen, uns durch das Blut zu kämpfen. Aber wir sind auch schon wieder sauber. Ja, ich meine natürlich durch den Erdbeersaft. Zum Glück ist er nochmal rausgegangen. Ich halte es nicht für die beste Idee, jetzt hier bei dem vorbeizugucken, so, aber. Okay. Schlechtes Video jetzt ab 18, ne? So. Sagt zu YouTube so nö. Ah. Ich meine, das könnte jetzt auch schon schief laufen, über irgend so einem Kult vorbeizugucken, der gerade irgendeine Frau opfert, während Blut über den gesamten Boden läuft. Aber ja, ne? Ich habe absolut keine Bedenken. Nicht mal ein bisschen Bedenken. Und genau dann habe ich überhaupt. Ja gut, ich habe vielleicht schon so drei Bedenken, aber. Gut, es gibt ja auch de facto keinen anderen Weg, also wir kommen ja auch nicht mehr zurück, also haben wir gar keine andere Wahl. Moinsen. Oh, ja, das war jetzt irgendwie nicht so gut. Ja, die Frage ist, was wir jetzt überhaupt machen müssen. Das schon mal nicht, okay. Anscheinend müssen wir diese Frau da befreien. Das wäre jetzt mal so das, was ich jetzt mal denken würde. Ja, was muss ich altern, als ob? Ja. Jo, wahrscheinlich, oder? Jetzt hätte ich mal auch so eine Option. Nö. Aber vielleicht nochmal was probieren. Was denn da nicht genug im Blut getränkt, so. Okay. Nee, doch nicht. Solche Schwerter, Speere kann man wahrscheinlich auch noch so besorgen, oder? Okay. Interessant. Mal gucken, ob das jetzt so funktioniert. Interessant, interessant. Okay. Interessant. Ja, jetzt muss ich mal rennen, ne? Oder auch nicht. Zum Glück ist ja so Notausgang direkt. Und ein Schloss von außen, um es zu verriegeln. Ist echt praktisch hier eigentlich so eingerichtet, ne? Okay. Die rennen jetzt erstmal weg. Jetzt dürfen wir auch rennen. Ich muss dir mal so vorstellen, du wirst gerade von so einem Kult geopfert und auf einmal kommen irgendwie so zwei solche Leute vorbei, ne? Und retten dich so in so ein Blut getränkt. Erdbeersaft. Ja, da
Ah, okay. Da bin ich jetzt nicht von ausgegangen, dass wir mit dem Boot fahren müssen. Okay, dann, Boot fahren, ne? Müssen wir vorne raus? Dann ist die Frage, ich bleibe erstmal noch hier auf dem Fluss. Noch ein bisschen mehr Erdbeersaft. Okay, das Wasser sieht irgendwie ziemlich nice aus hier so, ne? Mit der Spiegelung und allem, gut, die Brandung quasi von dem Boot ist nicht so hyperrealistisch, aber ich finde, das sieht irgendwie schon ganz gut aus. Jetzt kommen wir halt auf einmal so, oh, alles klar. Interessant. Mal gucken. Warum auch nicht? Der ist wahrscheinlich auch so One-Time-Use. Wenn wir den überhaupt brauchen, um irgendwo hinzukommen, ist natürlich die Frage. Wahrscheinlich kommt er jetzt gleich wieder hier hoch und versucht uns irgendwie jetzt umzubringen. Ui, bin ich... Okay. Ja, warum auch nicht, ne? Please. Die Frage ist, ob der hinter uns herrscht oder wir jetzt einfach dem sein Bewegungsmuster auswendig lernen müssen. Und vor allem, wie wir das dann verhindern können, dass der uns trifft. Dass wir quasi ein Meeting zusammen haben. Ja, der scheint schon irgendwie so ein bisschen eher hinter uns her zu sein. Okay, wahrscheinlich muss er aber nur schnell genug sein und wir haben das Ganze gerade jetzt irgendwie erreicht. Oh. Und jetzt hier lang. Ja, weil ich das Sound dazu, der passt ultra gut. Okay, jetzt sind wir einfach mal irgendwie auf dem Nordmeer hier angekommen. Auf dem nordeuropäischen Nordmeer. So wie es aussieht. Okay. Weil, why not? Jo. Wahrscheinlich muss man nur schnell genug bremsen oder so. Please, please don't. Aber cool ist auch, wie die Wasserströme dann mit uns interagiert quasi. Oh. Okay. Aber anscheinend haben wir es jetzt erstmal geschafft. Und sind jetzt hier halt irgendwie mit einem Nordpol, aber naja, gut. Oha, als ob den sogar Land ziehen muss hier. Das ist schon nochmal ein echter Gentleman am Start hier, würde ich mal sagen, ne? Gut. Jetzt rennt halt noch bitte vor uns weg, danke. Ja, natürlich. Ja, als ob die nicht hinfallen, ne? So. Aber die rutscht schon mal hier so ein bisschen. Das finde ich irgendwie auch cool gemacht. Hallo, Junge. Alter. Danke. War jetzt auch nicht so kompliziert, darüber zu hüpfen, ne? Und hyperrealistische Fußstapfen, da lassen es ja auch noch. Okay. Dann schauen wir mal. Ja, warum kommt es auch keine fucking Riesenschildkröte? Da gibt es jetzt quasi keinen Grund, warum jetzt keine riesen fucking Schildkröte kommen sollte, ne?
Ja, was ist denn gerade noch das Bild gewiggelt? What the fuck? So, why not, ne? Otta! Ja. Ja, und die küpft da so lange, als wäre so nichts gewesen, ne? Vor allen Dingen sind wir kurzärmlich hier alle unterwegs, die auch. Und hier ist obviously einer beim Holzsägen. Naja. Was ist jetzt los hier? Ja. Otta. Otai. Gaia. Ja, was ist jetzt los mit der? Kommt jetzt oder kommt jetzt nicht oder was? Buna. Ete. Ona. Lischola. Ja. Dimabu. Malia. Ja. Hallo? Ete. Ona. Lischola. Ja. Okay. Dimabu Malia. Okay, dann laufe ich jetzt einfach ohne die weiter. Wenn die nicht will, dann will sie nicht. Oder wir müssen jetzt mit diesem Baum zersägen. Das möchte ich auch mal. Zum Glück ist da so ein Baum mit einer Säge schon mal drin, vorbereitet. Das macht natürlich vieles einfacher. Ja, gut. Ob das zu viel einfacher gemacht ist, natürlich ist es mit die Frage. Aber ich stehe ja schon mal neben so einem Baum hier. Wir können die Säge einfach, halt einfach mal mitnehmen, ne? Wenn sie den ganzen blöden Baum absägen müssen, unbedingt, aber. Nice. Die Frage ist natürlich jetzt direkt, die mir stellt, ob wir die auch direkt mal absägen können. Das müsst ihr jetzt echt schon mal ausprobieren, ne? Ja, ist in Ordnung. Achtung, Achtung. Nee, geht nicht. Schneller, schneller, schneller. Jetzt müssen wir aufpassen, wenn ich hier einfrieren, wenn wir das Ding absägen, ist für die andere Typ. Okay. Ja, warum? Alles klar. Alles klar. Rennen die einfach mal drüber und machen noch so einen Salto am Ende. Because why not? Okay. Dann rennen wir da nochmal hinterher, ne? Hoffentlich müssen wir nicht wieder gleich so einen Baum absägen oder sowas. Otai. Ja. Oh. Ah, was, Alter? Was? Ich bin schon wieder verstört ein bisschen, aber gut. Ich glaube, das ist normal in dem Spiel. Ah, ja, wir müssen mit diesem Wagen da oben das mal gönnen, glaube ich. Dann mischen wir sie darüber. Das ist, glaube ich, so eine gute Sache. Okay. Was ist das eigentlich überhaupt? Das ist auch so ein eingefrorenes Katapult, okay. Ja, dann fahren wir halt mal hier durch, ne? Was wir jetzt machen müssen. Ja. Okay, hier ist schon mal so ein Hebel. Ja, Bitchpilz. Ja. Ja. Ja, genau.
Why not? Ja, hab ich jetzt direkt Bock, das nachzumachen, ne? Was mache ich jetzt? Mit dem hier? Kann der einfach so hier rüberhüpfen, oder? Nee, die müssen sie auch noch selber irgendwie katapultieren, oder was? Kannst du bitte mal ein bisschen zulegen? So ein Zahn mal, oder zwei? Ich glaube nicht, dass das funktioniert mit uns selber. Und dann gab's damit noch irgendwas. Ah, klar. Wir müssen die Brücke runterlassen. Macht ja auch Sinn, ne? Jetzt sind wir natürlich wieder rein zufälligerweise auf der falschen Seite. Was kommt jetzt wieder hier für ein Vieh? Hört man das denn, es vibriert? Ich hab's mir direkt vom Mikrofon gehalten. Achso, das ist doch noch unsichtbar. Ja, warum nicht? Ja, voila. Gaia? Buna? Was mache ich jetzt hier? Ja, wahrscheinlich hier oben irgendwie rüberkommen, ne? Gaia? Na? Ah, ich weiß, was jetzt kommt. Ich weiß es schon wieder. Ah, manchmal sind die Spiele auch so ein bisschen predictable, aber gut. Ja, hallo. Ich dachte, der muss jetzt hier erstmal hier irgendwie an die Bene lang. Ja! Ja, wahrscheinlich, oder? Bitch Pilt, was ist. Was? Was kommt der Dude schon wieder an? Moin. Ja. Okay. Ja, ich habe jetzt direkt nochmal Bock hier rumzurennen, ne? Direkt. Also dir mal Bock hoch, mal 10 so, ne? Buna. Ja. Hatta. Ja. Ja. Kein Wunder, dass sie die irgendwie dort umbringen wollten, ne? Ich glaube, das ist halt schon wirklich so eine Hexe oder sowas in die Richtung. Die können halt hier mal beim nächsten Strong Woman Festival mitmachen. Contest oder so. Ja, spring halt einfach hier rüber so. Moin. Moin. Ja, bitte nicht. Danke. Gott. Ich habe Angst um mein Leben, aber nur so ein bisschen. Ich meine, hier ist nur so ein unsichtbares Vieh, was hier rumrennt, was riesengroß ist und anscheinend hier einfach alles mehr vereist hat. Aber ich meine, hey. Ja, komm, jetzt bitte noch hier hoch. Ja, wahrscheinlich, oder? Warum auch nicht? LOL. Mhm, nice Kante, ne?
Idee. Naja. Alila. Okay. Kajita. Okay. Der hat erstmal so die Liebe gefunden. Oh. Dim, dim. Oh, es kommen noch Polarlichter hier, Nordlichter da, wie auch immer. Cool. Super Duel hier, ne? Ja. Ja. Naja. Tia Lila, ta hon. Ta. Na, Tia Ma. Ila naja. Ila. Na, ta ma. Mabadi, hier. Was passiert jetzt? Okay, jetzt sperren sie sich gleich ein oder sowas. Und ich glaube, die ist böse. Ich weiß nicht so ganz, aber ich glaube, die ist eventuell ein bisschen böse, so. Naja, mal gucken. Wie sich das noch so entwickelt. Ich meine, jetzt schleichen wir erstmal durch den Untergrundgang durch. Ja, okay. Jetzt kommt sich gleich der nächste unsichtbare fucking Geist, ne? Da hab ich jetzt noch richtig 10-mal Lust drauf jetzt. Ja, warum auch nicht? What the fuck? Digga, was? Will die mich ficken? Ja! Ich hab's gecallt, ne? Ja. Kein Wunder, dass sie die dingsen wollten. Warum auch nicht, ne? Ja, jetzt sind wir gleich oben angekommen mit dem Fahrstuhl. Aber wir können hier ein bisschen... Ich glaube, dass er halt einfach so eine fucking Spinne wird, ne? Ja, bitte. Bitte nicht heute mal. Kitzelt die Mutter, was machen die, Alter? Das bin ich echt supposed zu tun eigentlich. Ui. Ja. Vor allem ist er auf dem Rücken so, warum nicht? Und was bitte muss ich jetzt mal machen hier? Okay. What the fuck? Muss ich jetzt da rein oder was muss ich jetzt machen? Okay, wir müssen erstmal die ganzen Beine rausziehen anscheinend. Interessant, wie dann das Lightning von den Beinen kaputt gegangen ist. Ja, ich bin hier gerade so ein bisschen, so. Wie die halt auch immer ein Ding rausstreckt, so, ne? Zack, nächstes draußen. Alles klar. Ich glaube, du musst ein bisschen mehr beeilen.
Was hätte jetzt interessant wäre zu sehen, was passiert, wenn wir mal oben sind oder ob das überhaupt passiert. Joa, wir sind mal bei 25 Minuten, ich würde mal sagen. Oder wir sind gleich oben angekommen. Das gucken wir uns so kurz an. Okay. Dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Stay tuned. Euer Lukas.